zwei Sachen sagen. Ich habe eine Familie getroffen in einem Erstaufnahmelager in Deutschland. Junge Familie, die hatten zwei Mädchen, eine war 3, eine war 5. Und die habe ich gefragt, wie seid ihr denn hierher gekommen? Dann hat die 5-Jährige mir erklärt, wir sind auf einem Boot gekommen und es war ein sehr kleines Boot und wir mussten uns festhalten. Und dann sah ich, wie die Eltern immer noch zitterten bei dem Gedanken, dass sie mit diesen kleinen Kindern diesen Weg gehen mussten, weil sie keinen anderen hatten. So jemand entscheidet nicht freiwillig. Das machen wir. Da muss die Not wahnsinnig groß sein. Mhm. Und das andere, was ich sagen will, ist, wir werden sie nicht abhalten, sondern wir hätten schon seit vielen, vielen Jahren uns darauf einstellen müssen, dass es mehr Flüchtlinge werden. Wir kennen ja die Krisen in der Welt. Wir wissen, dass da Kriege sind. Wir wissen auch, dass die Menschen nicht ganz schnell zurückkehren können. Und das, was Sie sagen von Neukölln, das kennen wir ja in der ganzen Republik. Und deswegen bin ich fest überzeugt, wir müssen uns jetzt darauf einstellen, nicht nach dem Motto, wie furchtbar ist das denn, wenn die alle hierher kommen, sondern nach dem Motto, wir sind ein Einwanderungsland, wir nehmen Flüchtlinge auf, die werden hier unterkommen, wir können die integrieren, die können übrigens auch was beitragen. Viele von denen haben gute Ausbildung, wollen arbeiten. Und wir sollten schnellstens dafür sorgen, dass die Kommunen in der Lage sind, diese Menschen aufzunehmen, sie gut aufzunehmen, das bezahlen zu können. Und dann fragen wir, wie leben wir hier gemeinsam? Mhm. Okay. Und das lohnt sich sehr. Dann ist das für Europa Wolfgang auch eine Bosbach interessante Frage. Mit genau dieser Intention. Frage Nummer 1. 700 Milliarden war es uns wert, einen Rettungsschirm für den Euro zu installieren. Warum reden wir über Millionenbeträge, wenn es um das Leben und Überleben dieser Menschen geht? Und zweitens, wo ist genau diese Ehrlichkeit, die Sie einfordern? Warum sagen wir nicht einfach den Menschen auch in diesem Land, über welche Größenordnung wir überhaupt sprechen? Verstehen Sie das? Warum tun wir es nicht? Ja, was Sie gesagt haben, ist völlig richtig. Die Menschen werden sich auch weiter ins Unglück stürzen, in der Hoffnung auf ein neues, besseres Leben. Sie werden sich weiterhin in die Hände von Schleppern und Schleusern begeben, es sei denn, wir schaffen, das ist ja der Ausdruck in diesen Tagen, legale Zugangsmöglichkeiten. Dann will ich Ihnen mal sagen, was das im Klartext bedeutet. Bitte. Variante Nummer 1, wir holen die Menschen ab und bieten ein sicheres Geleit nach Europa. Dann geht es nicht um die 150.000, 200.000 Flüchtlinge, die in Libyen sind, bei 1 Million Einwohner. Da geht es um ganz andere Zahlen. Mhm. Und dann werden diese, angenommen, wir holen jetzt die, die in Libyen sind. Es werden immer weiter Menschen aus den Armutsgebieten dieser Erde in den Norden von Afrika fliehen, in der Hoffnung auf sicheres Geleit. Oder wir sagen, wir entscheiden, wer ein Aufenthaltsrecht bekommt oder nicht. Mhm. Nach welchen Kriterien soll welche Institution entscheiden, diese Familie darf kommen und diese Familie nicht? Wenn eine Familie abgelehnt wird, dann wird sie trotzdem versuchen, nach Europa zu kommen, in der Hoffnung auf ein neues, besseres Leben. Die zweite Variante. Ich weiß, wie unangenehm ich bin darüber wütend. Ich weiß, weil die Wahrheit wehtut. Nee, ist nicht die Wahrheit, sondern es ist falsch. Die zweite Variante ist, der Asylantrag kann nur in Deutschland gestellt werden. An dieser Stelle muss ich für einen ganz kurzen Moment unterbrechen. Seit Karl Lauterbach Gesundheitsminister ist, haben die Anzahl von unerwünschten Impfungen, Organspenden oder Behandlungen zugenommen. Und um dies eben zu verhindern, müssen Sie sich unbedingt eine Patientenverfügung bzw. eine Vorsorgevollmacht oder Notfallkarte zulegen. In dieser können Sie unerwünschten Behandlungen widersprechen und das medizinische Personal ist daran gebunden. Mehr Informationen und diese Dokumente passend für den Geldbeutel und rechtlich geprüft finden Sie auf meiner Webseite. Der Link ist in der Beschreibung dieses Videos. Natürlich bestünde rechtlich die Möglichkeit, dass wir den Asylantrag zum Beispiel auch in den Botschaften der Bundesrepublik Deutschland stellen können. Ganz genau. Dann werden es Hunderttausende von Asylanträgen sein. Dann werden wir vor, vor den Botschaften Aufnahmezentren errichten müssen. Mhm. Dann müssen wir nehmen jetzt schon, ich will mal sagen, Frau Göring-Eckert, als Rot-Grün an der Regierung war, hat der Innenminister Schily gesagt in einem Interview mit dem Tagesspiegel im November 1998, die Grenze der Belastbarkeit der Bundesrepublik Deutschland durch Zuwanderung ist überschritten. Und das war falsch. Damals hat Deutschland... Damals habe ich mich genauso aufgeregt wie heute übrigens. Damals hat Deutschland 800.000 bei Rot-Grün aufgenommen. Wir haben im vergangenen Jahr 1,4 Millionen aufgenommen. Es geht doch nicht um die Aufnahme von Flüchtlingen. Wissen Sie, dass wir sogar mehr Flüchtlinge aufnehmen als die Vereinigten Staaten von Amerika? Jetzt schlagen wir vor.
Wenn die Absicht besteht, wenn das der politische Wille ist. Deswegen können wir doch keinen ertrinken lassen. Wegen Ihrer Zahlen können wir doch keinen ertrinken lassen, Herr Wolfgang. Sehen Sie, Frau Göring-Eckardt, erstmal ganz gut, wenn wir uns auf die Frage konzentrieren können, wie man diese Leute rettet aus dem Meer. Also wie man tatsächlich Leben rettet. Ich glaube, das ist im Moment die Priorität. Ich habe es zu Beginn der Sendung gesagt. Es fehlt an der Ernsthaftigkeit, die Gedanken zu Ende zu führen. Es ist geradezu perfide. Und es ist gemein, wenn Sie sagen, Bosbach betreibt eine Politik, bei der die Menschen ertrinken. Ich habe gerade genau das Gegenteil gesagt. Und ich lasse mir von Ihnen das nicht unterstellen. Aber wenn man sagt, wir wollen neue legale Zugangsmöglichkeiten haben für Armutsflüchtlinge, die es bislang nicht gibt, dann muss man der Bevölkerung in Europa und in Deutschland sagen, was das für Konsequenzen hat. Weit über die bisherige Aufnahme von Flüchtlingen hinaus. Es ist richtig, dass wir eine Verantwortung haben für die Ärmsten der Armen. Aber wir haben auch eine Verantwortung für das eigene Land, für die Gesellschaft. Deswegen müssen wir gesellschaftlichen Zusammenhalt. Das war wirklich super spannend. Ich bedanke mich für Ihre Geduld. Denken Sie noch an Ihre persönlichen Dokumente und bis bald dann.